Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Web-TV-Sendung zum Thema Marketing. Mein Name ist Martin Schulz von MS Consult. Ich hoffe, dass wir Wiederholungstäter da haben. Das heißt, die einen oder anderen, die vielleicht vorher bei unseren Online-Konferenzen, Marketing-Online-Konferenzen auch mit dabei waren. Wie Sie wissen, was haben wir heute vor? Wir wollen halt diesmal eine Marketing-Web-TV-Sendung machen, einfach um rauszufinden, ob Ihnen das Format jetzt noch besser gefällt wie vorher. Für diejenigen, die jetzt halt neu dazugekommen sind oder zugeschaltet sind, schauen Sie mal unter diesem Videostream, da finden Sie einen kleinen Knopf zum Thema Chatten, denn wir haben auch die Möglichkeit, dass Sie interaktiv in diese Sendung mit eingreifen können. Die URL nochmal chat.expo-ip.com in der Hoffnung, dass es kurz eingeblendet wird. Als erstes möchte ich mich natürlich bedanken bei der Firma AVPN Quadrat, die Produktionsfirma, in deren Räumlichkeiten wir A da sind und B, wo auch die Menschen dabei sind, und die möchte ich ganz gern vorstellen. Einmal in Kamera 1 vielleicht einen Blick auf den Sascha. Herzlichen Dank. Kamera 2, da haben wir den Sebastian. Und jetzt halten Sie sich fest, wir haben es sogar geschafft, dass wir in der Regie auch noch ein kleines Kämmerchen haben. Und zwar in der Regie Stefan, und diesmal muss ich den vollen Namen sagen, Stefan Klink, der Geschäftsführer von der Firma AVPM Quadrat, der sich natürlich freuen würde, wenn Sie auch so etwas produzieren möchten. Also grüße Sie, Stefan. Für die heutige Web-TV-Sendung habe ich zwei Gäste eingeladen, direkt aus der Schweiz eingereist. Einmal den Charlie Frevel von Nextendix, grüß Gott. Und einmal den Marco Eggenschwieler, ebenfalls von Nextendix, grüß Gott. Guten Abend. Im Chat, das habe ich eben schon mal angedeutet gehabt, können Sie Fragen stellen, und da muss natürlich auch betreut sein. Deswegen meine Kollegin, die Barbara Tröller, im Chat, und vielleicht auch du mal kurz winken. Prima. Soweit zum Organisatorischen, was wir Ihnen zur Verfügung stellen möchten. Wie gesagt, würde uns freuen, wenn Sie auch in diesen Chat reinschreiben würden, ob Ihnen das Format passt oder nicht passt. Aber vor allen Dingen auch Ihre Fragen, denn wir werden jeweils hier die Diskussionsrunde unterbrechen, wenn Fragen aus dem Plenum sind. Das Thema heute haben wir ja angekündigt gehabt, und das werden wir auch durchführen, nämlich Video, Videostream, Webinar, Webcast und Ähnlichen. Ist das etwas, was man so als Spielzeug oder Ähnlichem braucht? Und dazu möchte ich ganz kurz mal einführen. Lassen Sie mich also kurz mit meiner Präsentation starten, vielleicht, dass die Regie das kurz mit einblendet. Letztmalig nochmal zur Organisation. Sie finden sämtliche Aufzeichnungen auch von dieser Web-TV-Sendung natürlich auf marketing.expo-ip.com. Das ist das www vorneweg, marketing.expo-ip.com. Dort finden Sie im Stand 101, also Halle 1, der erste Stand, den Stand der MS Consult. Und da gibt es zwei Bereiche. Einmal Online-Konferenzen für die ganzen Aufzeichnungen, inklusive der Aufzeichnung der Online-Konferenzen, die wir bisher durchgeführt haben, und dem Bereich Markt-News oder News. Da sind auch jede Menge Studien dabei. Gucken wir uns das Thema mal an. Und zwar die erste Slide, da habe ich mal recherchiert, wie viele Videos eigentlich so in Amerika abgerufen werden, und halten Sie sich fest, 14,3 Milliarden allein im Dezember letzten Jahres, und das ist 2008. 14,3 Milliarden. Jetzt werden Sie natürlich sagen, ha, naja, die Amerikaner, die gucken viele Videos. Gucken wir uns mal an, wie das in Deutschland aussieht. Wir sind zwar ein kleines Land, aber mit 1,3 Milliarden, nee, doch, 1,3 Milliarden Videoabrufe ist ja wohl auch eine ganz schöne Nummer. An einem Monat werden 1,3 Milliarden Videos abgerufen, und Sie sehen es dort in der Statistik auch, vornehmlich bei solchen Portalen wie Google steht da, aber Sie wissen ja selber, Google hat mal YouTube gekauft, das sind also Videos auf YouTube. Und jetzt werden Sie sagen, naja, das ist das Spaßvideo von Klein Erna und Ähnlichem. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel mitgebracht. Diejenigen, die IT kennen, es gibt eine Firma Sun Microsystems, die haben einen eigenen Web-TV-Kanal unter YouTube. Da gibt es auch andere, wie zum Beispiel Otto Österreich. Also, man sollte nicht denken, nur weil es YouTube als Plattform ist, ist es ausschließlich für, ich sage jetzt mal, Spaßvideos geeignet, sondern auch Geschäftskunden und Geschäftsunternehmen ist doppelt genommen, also Geschäftskunden nutzen dieses bewegte Bild. Und genau da möchte ich jetzt meinen ersten Gast fragen, nämlich Charlie. Ihr macht ja vor allen Dingen, ich sag mal, ja, Dienstleistungen und auch vor allen Dingen Videos für Unternehmen. Kann man also, auch wenn wir keine statistischen Zahlen haben, habt ihr eine Einschätzung, haben Sie eine Einschätzung darüber, wird zunehmend auch im Businessbereich, im Geschäftskundenbereich das Bewegtbild eingesetzt? Ja, wir bedienen ausschließlich Geschäftskunden und wir leben auch davon. Das zeigt, Das ist gut, dass es ja. ein Business ist. Und ich kann heute sagen, 100 der Top 300 Firmen in der Schweiz benutzen unsere Technologie, unsere Dienstleistungen, um Videoinhalte auf dem Internet zu produzieren und zu streamen. Hand aufs Herz, weil jeder wird jetzt erstmal denken, naja, das ist Zukunftsmusik. Jetzt mal Hand aufs Herz. Auch wenn ihr jetzt so viele gute Kunden habt, nutzen die Video auch als erfolgreiches Marketinginstrument?